Also was kann man erwarten? Wir haben uns wieder 2 Jahre Zeit gelassen nach der letzten Tournee, um uns kreativ auszutoben und konnten das jetzt bei der neuen Show machen. Die Tour heißt Fantasy. Ich konnte der Fantasie freien Lauf lassen. Und wir haben eine Bühne gebaut, welche 14 Meter hoch ist. Das ist extrem hoch, muss man dazu sagen. Normale Bühnen sind ja, so 2 Meter über dem Hallenboden und dann vielleicht noch ein bisschen Dekoration und gut ist. Und bei uns steht der Bassist auf 10 Metern Höhe, der Gitarrist auch, der Schlagzeuger sitzt auf 7 Meter Höhe und zwar auf den Händen dieser großen Figur, welche ihr da wahrscheinlich habt, in der Mappe drin. Das ist eine 6-armige Figur, die stellt die Bühne dar. Die ist dreidimensional gebaut, also die ist nicht nur projiziert, die gibt es. Die sitzt im Raum, die sitzt auf dem Hallenboden und darauf performen wir dann mit 12 Tänzen und den Musikern. Und das wird im Juni kommen. 2005 hatten wir dieses Piratenschiff. Da waren wir gar nicht in Dortmund, oder? Piratenschiff waren wir. Nee. Das war längs, das ging in den Raum hinein, 36 Meter lang. Dann 2008 war diese 32 Meter breite Bühne. Und jetzt ist es halt die 14 Meter hohe Bühne. Also es geht immer. Es sieht ganz anders aus als das letzte Mal. Und es fühlt sich auch für uns ganz anders an. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, sowohl für mich wie auch fürs Publikum. Wenn du zu einem DJ Bobo-Konzert hingehst, hast du immer die Garantie, dass was Neues kommt. Und die habe ich für mich auch. Ich werde mich nie langweilen. Mich hat gestern ein Journalist gefragt, ist das für Sie nicht blöd, wenn Sie immer denselben oder dieselben Songs spielen müssen? Geht Ihnen da ein Song so richtig auf den Keks? Und dann konnte ich ganz entspannt sagen, nein, das ist nicht so, weil wir die Songs ja immer anders verpacken. Die sehen anders aus, die werden anders interpretiert. Und so kann man sich selbst ein Schnippchen schlagen und sich selbst immer neue finden. Und das ist eine 2-stündige Show mit allen alten Hits plus 8 bis 9 Songs aus dem neuen Album Fantasy. Das Album ist gerade jetzt rausgekommen, ist von 0 auf 10 in Deutschland und freut uns sehr, ist mein erstes Top 10 Album seit 2002, glaube ich. Seit 2003 haben wir uns den Größenwahn entsagt, also wir haben gesagt, es geht nicht mehr größer, deshalb geht es nur noch anders. Und seit 2003 ist immer ungefähr das gleiche Finanzvolumen am Start und auch das gleiche Volumen an Personen. Es sind etwa 120 Personen, welche hier kommen für diese Show nach Dortmund. Und das ist immer ungefähr gleich groß. Habt ihr nicht auf? Hat euch auch? Was ist los hier? Aber ich hier. Ja und? Ja, einmal hier. So, einmal hier runterschauen. Einmal runterschauen. Ja.